14. Station. Der heilige Leichnam Jesu wird in das Grab gelegt. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Aus dem Lukas-Evangelium. Und Josef von Arimathäa nahm ihn vom Kreuz, hüllte ihn in ein Leinentuch und legte ihn in ein Felsengrab, in dem noch niemand bestattet worden war. Das war am Rüsttag, kurz bevor der Sabbat anbrach. Die Frauen, die mit Jesus aus Galiläa gekommen waren, gaben ihm das Geleit und sahen zu, wie der Leichnam in das Grab gelegt wurde. Jesus ist hinabgestiegen in das Reich des Todes, die Trauer des Karfreitags, die Ruhe des Karsamstags. Mächtiger als der Tod ist das Leben. Wenn wir mit Christus gestorben sind, werden wir auch mit ihm leben. Gepriesen seist du, Herr Jesus Christus, der du tot im Grab gelegen bist. Wir bitten dich, erbarme dich über uns und über die ganze Welt. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir. Und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Lasset uns beten. Herr Jesus Christus, Sieger über Sünde und Tod, du hast uns auf dem Kreuzweg durch die Geheimnisse deines Leidens und deiner Auferstehung gestärkt und aufgerichtet. Begleite uns alle Tage auf unserem Lebensweg und führe uns an das Ziel aller Pilgerschaft, der du mit Gott dem Vater in der Einheit des Heiligen Geistes lebst und herrschst in alle Ewigkeit. Amen.